Hallo und herzlich willkommen hier bei Würfelzeit, euer Kanal für Pen and Paper Rollenspiel hier auf YouTube. Ja, wie versprochen gibt es heute das Video, wo wir zusammen ein Abenteuer erstellen werden. Der Zuschauer Jendrik B. hat mich gefragt, ja, das ist ja alles gut und schön mit deinen Tipps für Kunstbände, woher man seine Inspiration holt, bla 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 bla. Aber wie baust du diese Inspiration denn in ein Abenteuer ein? Wie wird dieses leere Blatt, auf das man drauf starrt, schlussendlich zu einem Abenteuer? Und das werden wir uns heute mal angucken. Das heißt, wir gehen jetzt gleich zusammen an das Reißbrett. Ihr werdet mich nicht am Reißbrett sehen. Ich habe das vorbereitet, das heißt, ich habe einfach meinen Train of Thought, meinen Gedankengang ins Mikro gesprochen. Ich habe die schlimmsten Äs und Nachdenkpausen weggelassen, rausgeschnitten. Aber das wird tatsächlich eine ziemlich inkohärente Sache, aber ich werde euch so ein bisschen teilhaben lassen daran, wie ich ein Abenteuer erstelle und wo meine Gedanken herkommen und wie diese Gedanken eins zum anderen führen. Das wird so eine Art kleines gemeinsames Brainstorming mit euch zusammen. Also, nicht weiter gebabbelt, eigentlich noch mehr gebabbelt, aber ans Reißbrett. Und dann werden wir uns mal anschauen, wie wir ein Abenteuer zusammenstellen und was mein Gedankengang bei der ganzen Geschichte sein wird. Eine ganz wichtige Sache noch. Das ist ein Spoiler für die Traveler-Kampagne. Ich weiß, dass einige meiner Spieler hier zuschauen, bitte, wenn ihr Mitglieder der Traveler-Kampagne seid, schaut nicht weiter. Das ist ein ganz, 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 ganz dicker Spoiler. Bitte, bitte. Ihr seid gewarnt. Ab jetzt alles Spoiler. Dann wollen wir mal schauen. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, für welches System mache ich das? Und da ich plane, demnächst nochmal mit Traveler weiterzumachen, wird das hier tatsächlich ein kleines Traveler-Abenteuer. Traveler ist ein Science-Fiction-System und ich persönlich, ich finde Science-Fiction-Systeme immer ein bisschen schwieriger, weil den Spielern viel, viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen als in einem Fantasy-Mittelalter-Szenario. Sie haben Scanner, sie haben Ferngläser, sie haben Computer, das Ganze wird ein bisschen interessanter und herausfordernder. Allerdings bin ich auch ein großer Star Trek-Fan, Star Wars-Fan, wobei Traveler eher Star Trek ist. Das heißt ein bisschen Hard Science Fiction, wo man wirklich mal ein bisschen überlegen sollte, wie das Universum funktioniert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich verliere mich schon wieder. Die Idee zu dem Abenteuer, ich habe jetzt erstmal nur die Idee. Und die Idee hatte ich, als ich vor ein paar Tagen ein Let's Play geschaut habe zu Alan Wake. Das ist ein etwas älteres Spiel. Das kam, glaube ich, 2009 raus von Remedy. Und das hat eine ganz interessante Prämisse, und zwar ist es da ein Schriftsteller, das heißt ein kreativer Mensch, kommt in den pazifischen Nordwesten und muss sich mit so einer Dunkelheit auseinandersetzen, die sich von der kreativen Energie der Menschen, die in ihre Kontrolle geraten, ernährt. Und ich fand einfach die Idee ziemlich cool, und in diesem Abenteuer gibt es einen Song, den ich ziemlich cool finde. Das ist von Poets of the Fall, heißt die Band, glaube ich, The Poet and the Muse. Ich werde den hier nicht abspielen, weil ich sonst Stress mit YouTube bekomme. Ihr könnt den ja selber mal YouTuben oder googeln. Das ist ein ziemlich cooler Song, der mir sehr gut gefällt. Und ich möchte das Abenteuer so ein bisschen um die Story, um den Songtext rum aufbauen. Und auch um die Geschichte, die in Alan Wake gezeigt wird. Ich persönlich klaue ziemlich oft. Ich habe die Philosophie, man kann das Rad nicht neu erfinden, man kann es nur neu verpacken. Und ich sehe nichts Schlimmes dabei, seine Ideen zu klauen und die zu neuen Ideen oder neuen Kompositionen zusammenzusetzen. Deswegen, also klaut aus Büchern, klaut aus Fernsehserien, was es geht. Hauptsache es kommt ein cooles Abenteuer dabei rum und die Leute haben Spaß. Denn darum geht's schlussendlich. So, ich werde da wahrscheinlich noch andere Sachen reinpacken, die ich aus verschiedenen anderen Medien habe. Das werden wir dann besprechen, wenn wir da rankommen. Wie die Abenteurer, wie die Spieler schlussendlich in dieses Abenteuer reinkommen, das weiß ich noch nicht. Das wird sich im Laufe der Überlegungen, die wir jetzt gemeinsam machen werden, zeigen. Auf jeden Fall finde ich einfach die Idee gut, dass es etwas gibt, eine Macht,
die sich der kreativen Energie der Menschen bedient und sie gegen sie einsetzt oder sie als so eine Art Nahrung nutzt. Und ich stelle mir da vor, dass es in dem Spiel Alan Wake geht es auch um Dunkelheit. Und wenn ich da mal überlegen bin, dunkel, wo, ich meine, im Weltraum ist es überall dunkel, aber wo, auf welchem Planeten ist es dunkel? Ihr alle kennt ja vielleicht Riddick. Wo es im Mond, genau. Das Ganze spielt auf einem Mond, der im Schatten eines Gasgiganten gelegen ist. Und dieser Mond, ich stelle mir vor, dass dieser Mond nicht aus diesem Schatten rauskommt und dadurch in eine immerwährende Dunkelheit gehüllt ist. Und die Frage ist, warum sollte man da eine Basis bauen oder warum sollte da irgendwas stattfinden? Und was hat das vor allem mit kreativen Menschen zu tun? Und ich stelle mir vor, vielleicht so eine Art Künstlerkommune, Wissenschaftler-Künstlerkommune, die da Zuflucht finden und vielleicht versuchen, da ungestört ihrer Arbeit nachzugehen. Genau, das ist es. Eine Gruppe von Künstlern und Wissenschaftlern hat eine Basis gebaut, um ihren Forschungen und ihren Visionen nachzugehen auf diesem Planet, auf diesem dunklen Mond. Vielleicht gibt es da etwas, was ihr Interesse geweckt hat. Was könnte das sein? In dem Song geht es um einen See, wo dunkle Geheimnisse drin verborgen sind. Ein See. Ja, vielleicht könnte diese Basis tatsächlich an den Ufern eines Sees gelegen sein, eines außerirdischen Sees. Vielleicht lebt etwas in dem See. Kommen wir schon so ein bisschen in so eine Cthulhu-Richtung, Lovecraft-Richtung. Und das finde ich ja immer cool. Meiner Meinung nach kann ja nicht genug Lovecraft irgendwo drin sein. Oder vielleicht ist der See die Kreatur. Das wäre natürlich auch geil. Der See ist die Kreatur. Ja, genau, wie in Solaris. Das ist, vielleicht, wenn ihr das kennt von Stanislav Lem, Solaris, da geht es darum, dass ein planetweiter Ozean tatsächlich eine Kreatur ist, die die Wünsche und die Ideen oder die Sehnsüchte der Menschen in deren angelegenen Basis Wirklichkeit werden lässt. Ja, vielleicht ist das auch das, was den Wissenschaftlern zu Verhängnis geworden ist, dass ihre Ideen oder Visionen und Ängste genau von dieser Kreatur zum Leben erwacht wurden. Und vielleicht ist es so, dass vielleicht ist das nicht direkt ersichtlich, dass das dass dieser See an sich eine Kreatur ist. Ich meine, es gibt ja einzellige Organismen, die schon sehr komplex sind. Vielleicht kann das auf den ersten Blick tatsächlich Wasser sein und diese Kreatur existiert nur auf molekularer Ebene. Das ist eine coole Idee. Genau. Ja, nur wie hat sie die ganzen Sachen... Ich fände es cool, wenn das Ganze so einen Horror-Vibe kriegt. Das heißt, wenn die Spieler auf diesem Planeten landen und die Basis ist schon verlassen oder die finden nur tote Wissenschaftler, Leichen vor. Die Frage ist, von was die umgebracht wurden. Aliens? Ja. Aliens weiß ich nicht. So abgedroschen. Aber mein Gott, vielleicht können wir das später nochmal auspacken. Ich finde die Ängste, die Wissenschaftler und die Künstler heimsuchten, die könnten irgendwie Form angenommen haben. Vielleicht verstorbene Verwandte, Kinder. Boah, Kinder, das könnte creepy sein. Und da möchte ich, das ist so wie in Alan Wake. Ich finde, das wäre cool, wenn die alle so... In Alan Wake sind die Gegner bestehen aus Menschen, die von der Dunkelheit verschlungen wurden. Das zeigt sich immer daran, dass Dunkelheit wie Rauch an denen entlang weht, als ob das so Schattengestalten wären, während die Schatten quasi wie Tinte aus denen rausbluten würden. Ah, das wäre schon cool. Das ist tatsächlich so Schattengestalten, die dann Form angenommen haben. Vielleicht so nebelartige Kreaturen. Mal gucken. Auf jeden Fall, das würde mich schon darum bringen, warum die überhaupt auf diesen Planeten müssen, die Spieler. Warum, ja. Vielleicht einen der Künstler finden. Vielleicht müssen wir einen Künstler finden. Es könnte vielleicht ein reicher Magnat, ein reicher Industriemagnat an die Spieler herangetreten sein und seine Tochter oder sein Sohn. Ah. Sein Sohn ist ein Künstler und der ist mit dieser Kommune abgehauen. Und er macht sich Sorgen.
der Spross, der Junior, der soll wieder nach Hause kommen und der hat sich schon nicht mehr gemeldet und er hat irgendwie schon Agenten losgeschickt, die den aber nicht gefunden haben oder ein Agent hat ihn gefunden und hat eine Nachricht losgeschickt, dass er den Jungen auf diesem Planeten oder auf dem Mond gefunden hat und dass er den jetzt extrahieren wird, aber seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Genau, das ist es. Das ist der Grund, weshalb die jetzt auf diesem Planeten landen müssen. Und wenn die auf diesem Planeten landen, finden sie erstmal nur Leichen vor und die werden dann direkt kurz darauf, zack, angegriffen von diesen Schattengestalten. Und dann müssen sie rausfinden, was da passiert ist. Vielleicht können sie, entweder landen sie, es gibt schon direkt mehrere Möglichkeiten, wo sie landen können. Sie können entweder direkt bei dieser Basis landen, vielleicht können sie so einer Art Leitstrahl folgen oder sie können irgendwie dem Signal von diesem Agenten folgen, der beauftragt wurde, von diesem kleinen Rich Boy irgendwie zu finden. Und das Raumschiff ist irgendwie abgestürzt oder außerhalb der Basis gelandet. Vielleicht wollte er erst Erkundigungen einziehen, vielleicht wollte er sich erst ein Bild über die Lage machen und ist außerhalb der Basis gelandet. Und sie müssen auch so ein bisschen da durch die Landschaft latschen. Aber wie können wir die Landschaft schon so ein bisschen gefährlicher gestalten? Vielleicht Wald, nee. Können Sie es vielleicht schon so machen, dass eine Art Wald in der Umgebung sich entwickelt hat, aber das sind Ausläufer von dieser Kreatur. Das sind so eine Art Organellen, die sich bilden am Ufer und die aber auf die Entfernung aussehen wie Bäume, aber sowas sind wie Fühlergliedmaßen, wie Seesterne sowas haben. Und die bewegen sich ohne Wind. Das ist vielleicht was so ein bisschen Gruselfaktor noch erhöhen kann. Dass die Spieler da durch die Bäume gehen, die sehen, dass sich das bewegt, aber dann merken sie dann irgendwie, dass gar kein Wind weht. Das kann auch so ein bisschen so einen kleinen Spooky-Effekt haben. Und vielleicht kann dieser gesamte Wald oder in die Umgebung des Sees in so einer Art Nebel gehüllt sein. Und vielleicht, wenn die Spieler herausfinden, was das ist, dass das kein gewöhnlicher Nebel ist. Vielleicht können sie irgendwie Sensorwürfe machen oder Checks auf ihr Sensor-Equipment, dass sie dann herausfinden, dass das eigentlich, dass das Absonderungen dieser Kreatur sind oder sowas, dass das schon was Biologisches hat. Dass dieser ganze Ort kein normaler See ist und vor allem kein normales Seeufer ist. In der Basis kann ich vielleicht hier und da kleine versteckte Hinweise auf das, was da vorgefallen ist, passieren. Kann ich vielleicht kleine Hinweise verteilen auf das, was da vorgefallen ist. Vielleicht kleine, was die Leute immer total cool finden, ist, wenn sie irgendwelche Sensor-Logs oder Log-Aufzeichnungen finden. Das ist das Äquivalent, das Science-Fiction-Äquivalent von Handouts. Ist ja auch noch nie überbeansprucht worden, aber ich finde es cool und es kann so ein bisschen was dazu beitragen, hier die Geschichte dieses Ortes zu erzählen, was hier überhaupt passiert ist, denn das ist etwas, was die Spieler auf jeden Fall wissen wollen, was ist hier passiert. Vielleicht sollte ich auch irgendeinen Nichtspielercharakter da irgendwo lassen, der vielleicht auch so ein bisschen so Informationen den Spielern geben kann. Wer könnte das sein? Also bei Alan Wake gab es so eine Lamp Lady. Das war so eine Frau, die in der ganzen Stadt, die wusste so ein bisschen, was da abging in dem Ort. Die konnte sich so ein bisschen mit dieser Mythologie des Ortes arrangieren. Und die hat so eine Obsession mit Licht gehabt. Vielleicht könnte ich das hier auch einbauen. Irgendwie einen der Wissenschaftler, der so ein bisschen den Verstand verloren hat, ob dieser ganzen Geschichte und der jetzt irgendwie die ganze Zeit mit Licht agiert. Vielleicht kann... wie können wir das machen? Wie können die quasi auf diesen Jungen treffen, auf das Ziel ihres Abenteuers? Vielleicht ist er das auslösende Ereignis. Vielleicht hat er seine Kreativität das Ganze so ein bisschen ausgelöst, dass er in Kommunikation mit diesem Wesen getreten ist, dass er jetzt vielleicht so eine Art Verbindung mit dem Wesen eingegangen ist und dass er vielleicht sogar die ganzen Schattengestalten erschaffen hat und dass man ihn irgendwie davon trennen muss von dieser Kreatur. Vielleicht hat sich da irgendwie so eine Art so Nervenzentrum in der Basis gebildet, in dessen Zentrum sich der junge Künstler befindet. Das Ganze hätte auch so einen Cthulhuiden-Vibe, das finde ich ziemlich cool.
Vielleicht ist das das schlussendliche Ziel, in die Basis irgendwie eindringen und dann die Möglichkeit finden, in die Basis jetzt irgendwie reinzukommen, die sich unter Lockdown befindet. Vielleicht braucht man dafür ja auch diese Lamplady oder diesen NPC. Der könnte so ein bisschen außerhalb sein, sich vielleicht in so eine Hütte zurückgezogen haben oder so eine ausgelagerte Basis und sich da versteckt haben oder verschanzt haben, dass sie den erst irgendwie aufsuchen müssen und der kann sie irgendwie mit Schlüsselkarten versorgen oder mit einer detaillierten Karte der Basis oder vielleicht gibt es da irgendwelche Zugänge, die nicht bekannt sind oder die nicht auf den normalen Karten verzeichnet sind, die Spieler dann nutzen können. Auf jeden Fall fände ich es ganz cool, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, in die Basis reinzukommen. Da die Spieler ein Raumschiff haben, hält sie eigentlich nichts davon ab, direkt auf der Basis oder bei der Basis zu landen. Vielleicht befindet sich die Basis tatsächlich unter Lockdown und es ist erstmal kein Reinkommen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Oder dass vielleicht sogar, ja, dass die Station eine KI hat, die sich jetzt, die quasi übernommen wurde von dieser Kreatur auf die eine oder andere Weise. Vielleicht kann sie irgendwie die Körper einiger Wissenschaftler übernommen haben, die jetzt die Abwehrmechanismen der Basis kontrollieren und dass die Basis dann auf alles schießt, was sich nähert. Das könnte die Spieler auch noch davon abhalten, direkt bei der Basis zu landen, dass sie vielleicht gezwungen sind, ein bisschen außerhalb zu landen und dann den Landweg nehmen müssen und sich an die Basis ranschleichen müssen. Das könnte sie vielleicht auch so ein bisschen mit der Umgebung in Konflikt bringen. Vielleicht gibt es dann tatsächlich irgendwelche Aliens oder sowas. Ich meine, es ist dunkel. Ich meine, bei Riddick gab es ja auch so eine Art Raptor, so einen geflügelten Raptor, der nicht sehen konnte, der blind war aufgrund dessen, dass der Planet ständig im Schatten lag und die sich dann mit Sonar-Echolot oder so kommuniziert haben und ihre Umgebung wahrgenommen haben. Das wäre vielleicht was Cooles, dass die Spieler dann tatsächlich leise vorgehen müssen und sich vielleicht an diesen Kreaturen vorbeischleichen müssen. Es wäre auch cool, wenn es dann mehrere Möglichkeiten gibt, an diesen Kreaturen vorbeizukommen. Das wäre es. Vielleicht, wie nennt man das? Shrieker oder Schreier. Vielleicht, oh ja, die kommunizieren mit solchen ganz, ganz hohen Schreien. Vielleicht finde ich da was ganz Cooles im Internet, was ich dann einspielen kann, was auch so ein bisschen diesen Gruselfaktor erhöht. Ja, so langsam kommt alles zusammen. Auf jeden Fall, das Hauptziel ist vielleicht in die Basis eindringen und dieses zentrale Nervenzentrum ist, was jetzt aus diesem jungen Künstler besteht. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, den zu retten oder sie sind gezwungen, den vielleicht zu töten, um diese Kreatur oder um diese Kontrolle, die Kreatur jetzt über die Basis hat, zu vernichten. Dass sie gezwungen sind, den jungen Künstler zu töten und dann werden sie von diesem Magnat, Industriemagnat gejagt, weil sie natürlich seinen Sohn getötet haben, was vielleicht noch zu weiteren Abenteuern führt oder ja, vielleicht baue ich auch die Möglichkeit ein, um irgendwie zu retten. Vielleicht werden die Spieler selber in so einer Art Trance verfrachtet, dass sie selber mit ihren Ängsten konfrontiert werden müssen und dass sie dann in so einer Art Zwischendimension sind, dass sie dann mit dem Künstler da rausholen können. Das wäre auch noch geil, dass man quasi so eine Subwelt baut, in der sie dann mit dem Künstler kommunizieren können und ihn dann da rausholen können. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dass der schnelle Weg vielleicht ist, den Künstler zu töten und dadurch auch die Kontrolle der Kreatur zu schwächen und dann wieder starten können, vielleicht mit den Informationen, die der Agent bekommen hat. Oder sie treten halt in diese Zwischenwelt ein und kommunizieren dann mit dem Künstler, müssen dann vielleicht irgendwie mit so einem, das ist vielleicht so ein bisschen crazy, so eine Vorstellung des Künstlers und in so einer Welt wie aus so einem wie so ein gemaltes Bild. Das gab es auch in Oblivion, glaube ich, in Elder Scroll Oblivion, dass man dann in so ein Bild rein muss und dass die Welt, in der man sich befindet, dass das so eine Art Repräsentation von so einem abstrakten Gemälde ist, aus der Vorstellung des Künstlers, dass sie dann mit ihm da kommunizieren können, dass sie vielleicht die Bilder diese subjektiven Bilder dieser Welt verstehen müssen, um dann mit dem Künstler zu kommunizieren. Oh, das ist cool, wie können wir das machen? Dass man zum Beispiel Abstraktionen hat von Waffen. Was ist eine Waffe? Ist das ein Schwert? Ist das irgendwie ein Argument oder ein Wort? Oder ja,
vielleicht ist es ein Autor und die Welt besteht quasi so aus Buchstaben. Das gab es auch in Alan Wake, glaube ich, in einem Add-on, dass dann Worte in der Welt verteilt waren und die manifestierten sich dann, wenn man damit interagiert hat. Das kann ich vielleicht noch weiter ausarbeiten. Was könnte man da nehmen? Oder der Künstler war Schriftsteller und hat seine Werke irgendwie in einer anderen Zeitepoche angesiedelt, vielleicht im viktorianischen London. Und dann finden sich die Spieler, ja, das ist es. Das ist es. Die Spieler finden sich in so einem viktorianischen Gemäuer wieder und man ist unversehens tatsächlich in so einer Art Lovecraft-Universum. Und sie müssen ihn da finden und da ist gerade ein Maskenball. Genau, das ist ein Maskenball. Dann haben wir gleichzeitig auch dann haben wir nicht nur Kampf, sondern wir haben tatsächlich auch so eine soziale Interaktion. Wir haben dann Maskenball und die Figuren in dem Maskenball, die sind sich natürlich nicht darüber im Klaren, dass sie Teil von einem Traum sind und dass die Spieler sich dann durchfragen müssen oder den Künstler finden müssen und ihn dann aus dieser Fantasie rausholen. Vielleicht mit gutem Rollenspiel oder ein paar guten Skillwürfen, müssen wir mal gucken. Da kann ich aber weiter nochmal dran arbeiten. Ja, das ist es eigentlich so im Großen und Ganzen. Also ich finde, das will das Ende nicht zu fest vorbereiten, weil ich habe keine Ahnung, was die Spieler machen und ich möchte mich ganz gern überraschen lassen, was passiert. Die Fixpunkte sind jetzt auf jeden Fall dieser NPC, diese Lamp Lady. Vielleicht ist es wirklich eine Frau, vielleicht lasse ich es auch einfach Lamp Lady. Diesen Ort des wo der Agent gelandet ist und die Basis und was schlussendlich, wo der Künstler zu finden ist und was der Auslöser von dieser ganzen Szenerie ist, dass es tatsächlich diese Verbindung zwischen dem Künstler und dieser außerirdischen Kreatur ist. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich noch ein paar Werte für diese außerirdischen Wesen und für diese Schattenmanifestationen machen. Und ja, dann kann man loslegen. Und wie die Spieler schlussendlich in das Abenteuer reinkommen, es kann durchaus sein, dass sie von einem Vertreter oder von einem Anwalt, von diesem Industriemagnaten angesprochen werden, dass sie da quasi nur die Informationen zugespielt bekommen, die Koordinaten, die letzten Koordinaten, die bekannt waren, wo dieser Agent verschwunden ist. Das ist eigentlich alles, was die Spieler meistens brauchen. Und dann werde ich gucken, wie sich die Geschichte entwickelt. Wichtig ist, dass einige Knackpunkte festgehalten sind und dass man den Spielern genug Freiraum gibt, selber die Geschichte zu entwickeln. Ja, dann werde ich jetzt einfach noch ein paar langweilige Daten auswürfeln, aber schlussendlich ist das, was ich brauche, um einen Spielabend zu gestalten. Oder vielleicht sogar zwei. Das hier ist so groß, es könnten durchaus zwei Spielabende werden. Mal gucken. So, und das war's im Großen und Ganzen. Ich werde vielleicht noch ein oder zwei Dinge während dem Spiel noch hinzufügen, wenn ich merke, die Spieler entscheiden sich anders, als ich das vorhergesehen habe. Und sind wir ehrlich, das passiert immer. Es kann sein, dass ich Werte von Gegnern oder Nichtspielercharakteren verändere, aber ich werde das nicht im Großen machen. Tatsächlich, eine meiner Philosophien, Rollenspielphilosophien, ist, dass ich die Würfel fallen lasse, wie sie fallen. Wenn die Spieler tatsächlich sterben im Laufe des Abenteuers oder wenn sich die Würfel gegen die Spieler entscheiden, dann ist es so. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Würfelergebnisse verändere, dann verrate ich die Entscheidungen der Spieler. Also dann übe ich Verrat an den Entscheidungen der Spieler. Ich betrüge die Spieler auf die eine oder andere Weise und das will ich nicht. Ja, das war's heute von Würfelzeit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann nehmt ein Abo mit. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst trotzdem ein Like da. Das hilft dem Algorithmus, hat meine Frau mir gesagt. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis dahin, Würfelzeit out.